Tränenrinne, Tränensäcke, dunkle Schatten unter den Augen. Was ist was am Unterlid? Und vor allem, wie werdet ihr das los, was euch stört? Kommt mit in unser Video und ich erkläre euch alles über Unterlidchirurgie. Mein Name ist Dr. Timo Spanholz und ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in der Praxisklinik am Rosengarten. Man kann im Unterlid so einiges haben, was einen stört. Zum Beispiel zu viel Haut oder einen zu großen Fettkörper oder eine zu tiefe Rinne. Die heißt Tränenrinne, weil wenn eine Träne käme, würde sie in dieser Rinne runterlaufen. Und diese Dinge stören viele Patienten. Wir möchten euch heute erklären, und zwar Stück für Stück, wie ihr das, was euch stört, loswerden könnt. Thema 1. Der Tränensack. Wenn ihr nicht wisst, ob das, was ihr in eurem Gesicht habt, ein Tränensack ist, der könnte so aussehen. Und ein Tränensack, dabei handelt es sich um eine Fettgewebsansammlung im Bereich des Unterlids und die wölbt sich nach außen vor und wirft eine tiefe, schattige Rinne darunter und das stört viele Patienten. Aber die Frage ist, wie wird man so einen Tränensack los? Und da gibt es natürlich viele Cremes und viele andere kleine Tricks, die Hilfe versprechen, aber doch meistens enttäuschend sind. Daher ist hier wirklich die Chirurgie gefragt, also der Facharzt für plastische Chirurgie. Denn wir haben die Möglichkeit, durch das Unterlid selber, also durch das Auge selber ohne Schnitt außen, diesen Fettkörper zu entfernen. Oder wir machen einen Schnitt direkt unter den kleinen Wimpernhärchen und können über diesen kombinierten Zugang den Fettkörper reduzieren und die überschüssige Haut. Aber in jedem Fall ist für die Beseitigung eines Tränensacks die plastische Chirurgie notwendig. Wie die Planung für eine solche Unterlidstraffung ausschaut und was wir da genau machen, das zeige ich euch jetzt mal an diesem Bild. Wir machen das Bild mal groß. Und hier sieht man jetzt das Auge in voller Größe mit dem Tränensack im unteren Bereich, am Unterlid. Wenn wir uns ein Unterlid anschauen, sehen wir zunächst die Tränenrinne. Die nennen wir so, weil eine Träne, die hier entsteht, darunter kullern würde. Über der Tränenrinne befindet sich dann der relativ große Fettkörper, der oft in mehreren Kammern geteilt ist. Diesen erreichen wir über einen kleinen Schnitt am Unterlid, durch den hindurch wir die Haut abheben und diesen gesamten Fettkörper entfernen oder verkleinern können, gleichzeitig auch die überschüssige Haut entfernen und straffen können. Diese sogenannte Unterlidstraffung wird meist in einer kurzen Narkose gemacht, denn sie dauert etwa eine Stunde und viele Patienten sind einfach entspannter, wenn man dabei kurz schlafen kann. Nach der Operation wird das Unterlid mit Pflastern verklebt und ganz am Ende nach dieser Entfernung der Pflaster, so etwa 2 bis 3 Wochen später, bleibt lediglich ein feiner Strich unter den Härchen am Unterlid, unter den Wimpernhärchen, eine Narbe, die so gut wie nicht zu sehen ist. Unter einem Tränensack leidet ihr nicht, aber das Unterlid ist faltig. Natürlich gibt es auch Hautüberschüsse am Unterlid und diese Hautüberschüsse kann man in einigen Fällen mit sogenannten CO2-Lasern zum Beispiel behandeln, hat allerdings nach so einer Laserbehandlung auch eine lange Ausfallzeit. Deswegen empfehlen wir beinahe eher die chirurgische Entfernung der Haut. Denn diese ist sicherer, weil wir auch wissen, dass wir das Plus an Haut entfernt haben. Aber es bedarf auch hierfür einer kleinen Operation. So sieht ein solcher Befund aus. Und auch hier ist das Vorgehen ähnlich wie beim Tränensack. Ein feiner Schnitt im oberen Bereich ermöglicht uns, die Haut zu heben und nach oben den Überschuss an Haut zu entfernen, sodass dann das Unterlid glatt ist und auch ein etwaiger Tränensack kann auf diesem Wege mit entfernt werden. Thema Nummer 3, das sind die Augenringe und die vertiefte Tränenrinne. Das Ganze kann so ausschauen und das löst man auf eine etwas andere Art, denn hier müssen wir weder einen Tränensack entfernen, noch müssen wir die Unterlidhaut straffen. Hier arbeiten wir mit dem sogenannten Nanofett. Dabei handelt es sich um einen Fettgewebstransfer, das heißt, wir saugen eine kleine Menge Fett aus dem Bauch ab, stellen hieraus das Nanofett her und verwenden lebendige Fettzellen, um zwischen der Haut und dem blau durchschimmernden Venennetz eine kleine Schicht einzubauen, wo dann später das Licht sich so bricht, dass man von außen das Blaue am Unterlid nicht mehr sehen kann. Dieser sogenannte Nanofetttransfer, der muss auch nicht in Vollnarkose gemacht werden, sondern es reicht auch eine sogenannte örtliche Betäubung. Wenn ihr natürlich ein bisschen ängstlich seid und sagt, nee, ich möchte dabei lieber schlafen, wenn mir jemand im Gesicht arbeitet, ist das natürlich auch möglich. All diese Operationen, die wir jetzt hier erklärt haben, können ambulant durchgeführt werden. Das heißt, ihr könnt nach so einer Operation mit Begleitung natürlich wieder nach Hause und müsst dafür auch nicht eine Nacht im Krankenhaus bleiben.
Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Henker mache ich denn mit meinem Oberlied, das hängt auch, dann schaut doch einfach unser Video zum Thema Oberlidstraffung. Und wenn ihr Fragen zu eurer OP habt, kontaktiert uns gerne in der Praxisklinik am Rosengarten. Ciao, tschüss, euer Timo Sparnholz.